Ich warte darauf, dass etwas passiert. Auf den großen Knall in meinem Leben. Dass sich alles ändert. Ich habe immer gewartet. Als kleines Kind, dass ich älter werde. Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Seit ich in der ersten Klasse war, habe ich darauf gewartet, entdeckt zu werden. Für die Hauptrolle in einem Western für Kinder, als Cowboy-Mädchen. Hab mir im Matheunterricht ausgemalt, wie sie mich abholen, mit einem großen schwarzen Pferd. Aber mich hat niemand entdeckt. Mit 11 habe ich darauf gewartet, 12 zu sein. Mit 12, 13. Mit 13 fing ich an, mein gesamtes Taschengeld für Haarpflegeprodukte auszugeben. Ich habe darauf gewartet, so wunderschönes Haar wie die Frau in der Gliss-Kur-Werbung zu kriegen. Alle 2 Wochen kaufte ich einen neuen Conditioner, eine Kur oder ein Pflegekonzentrat. Und mit jeder Anwendung wuchs die Hoffnung, dass die Wirkstoffe auf wundersame Weise in meine Haare eindringen und sie glänzend und kräftig machen würden. So geht das seit 15 Jahren. Ich habe immer noch keine Traummähne.